Hi und herzlich willkommen zu meiner Lesung aus Paolo, die Wiederherstellung eines kindlichen Optimismus. Und heute geht es um eine Liebesszene zwischen Cousin und Cousine, eine verbotene Liebe, die aber wegen der Krankheit von Fred im Prinzip eine Ausnahme macht. Denn Fred hat MCAS und kann nur mit einem Menschen zusammen sein, der ihr körperlich ähnlich ist, damit sie nicht auf diesen Menschen reagiert. Und ich lese euch jetzt diese eine Szene vor, in denen sie und Timo zusammenkommen. Wir setzen uns gegen das Kopfende des Bettes, den Laptop zwischen uns, und ich bin mir schmerzhaft des leeren Raumes zwischen uns bewusst, den wir beide nicht überqueren. Halbwegs durch den Film hindurch schläft Timo ein, doch ich schaue weiter. Wegen meines kleinen Nickerchens und der Aufregung des heutigen Tages und wegen dem, was die nächsten Tage noch kommen wird, fühle ich mich hellwach. Ich sehe zu Timo, der den Unterarm über die Augen gelegt, neben mir schläft. Sachte, um ihn nicht zu wecken, stehe ich auf, tapse aus dem Zimmer und gehe pinkeln und Zähne putzen. Und als ich wiederkomme, liegt er genauso da, wie ich ihn verlassen habe. Ich lege mich vorsichtig mit dem Rücken zu ihm parallel zur Matratzenkante. Und als ich gerade den Kopf aufs Kissen sinken lasse, spüre ich, wie er sich hinter mir bewegt. Mein Herz hämmert und ich halte die Luft an und denke schon, ich habe ihn geweckt und dass er sich nun gleich darüber beschwert, dass ich so laut war. Doch dann legt sich sein Arm um meine Hüfte und seine Hand kommt auf meinem Bauch zu liegen. Ich erstarre. Als hätte er mir einen Stromschlag verpasst, tanzt seine Berührung im Zickzack unter meiner Haut, breitet sich aus, wandert in meine Arme und Beine, kriecht meinen Nacken hinauf, bis es jeden einzelnen meiner Haarfollikel erreicht hat. Zum Glück habe ich meine Uhr ausgezogen, denn die würde jetzt komplett verrückt spielen. Ich höre eine Stimme in mir sagen, dreh dich um, während eine andere sagt, dreh dich bloß nicht um. Diese Stimme hört sich an wie eine Mischung aus Mama und Tante Nadja. Leck mich am Arsch, sage ich zu der Stimme, das ist mein Leben. Und Paolo singt, it's time for all those morals to leave. Let's get down and freaky, baby. Let's get restless, baby. Come on, get crazy with me. Und deshalb werfe ich alle Vernunft von mir und drehe mich um. Ich möchte so viele Dinge sagen, möchte mich entschuldigen, ihn verletzt zu haben, möchte ihn bitten, nicht mehr wütend zu sein, doch am Ende sage ich gar nichts von alledem. Als habe er bloß darauf gewartet, legen sich seine Finger auf meine Wange, sein Daumen streicht unterhalb meiner Lippe über meine Haut und ein wildes Rauschen erfasst meinen Körper, als wolle es mich in etwas Unbändiges verwandeln, wie eine wilde, tobende See, die über ihre Ufer steigt und sich der kleinen Dörfer aneignet, sie einnimmt und zu einem Teil ihrer macht. Ich spüre seine Wange unter meinen Fingerspitzen, meine Hand hat sich vorgewagt und ein weiterer Schock erfasst mich, als seine Hände sich nun unter meinem Schlafanzugoberteil auf meinen Rücken legen. So warm, dass mein Atem in Flammen bürst, als sei er konzentriertes Hydrogen und nicht wie in Wirklichkeit ein Gemisch aus Sauerstoff und Kohlendioxid. Meine Lippen legen sich wie von selbst auf die seinen. Er heißt sie willkommen, als hätte er auf sie gewartet, als hätte er auf mich gewartet, dass ich mich endlich entscheide und den Sprung wage. Hi, haucht er durch seine geöffneten Lippen, bevor er sie auf meine drückt und in mich hineinatmet. Nur dieses eine Wort und doch öffnet es mir seine ganze Welt. Ich ziehe zurück, um ihn anzusehen. Hey, antworte ich. Er lächelt. Das schönste, wundersamste Lächeln aller Zeiten. Ich beuge mich vor, um seinen Mundwinkel zu küssen. Aber er dreht den Kopf und schiebt seine Lippen auf meine, hält mich fest mit seinem Kuss. Und dann öffnet sich ein Spalt und wir werden eingesogen in diesem wirbelnden Vortex aus Verlangen und Sehnsucht und Liebe. Meine Fingerspitzen erkunden seinen Körper. Ich presse meine Lippen sanft auf die feinen Narben auf seinem Torso, sauge seinen Duft ein, der nicht nach Seife riecht, sondern nur nach ihm. Ich liebe dich, sage ich, weil ich es nicht länger aushalte, es ihm nicht zu sagen. Er spannt die Bauchmuskeln an und hebt den Kopf, sodass er mir in die Augen sehen kann. Und ich dich erst, sagt er. Ich lege mich der Länge nach auf ihn und küsse sein Gesicht, erst die Augenbrauen, dann die Nase, dann die Lippen. Ich sterbe vor Liebe, sage ich. Bitte nicht, murmelt er in mein Haar. Ich brauch dich noch. Und dann beißt er sanft in die Haut unterhalb meines Ohres und von da an sind es nur noch Küsse, leise geflüsterte Worte und Berührungen. Wunderschöne, sich unglaublich anfühlende Berührung. Falls ihr das mochtet, dann bitte liked mich und folgt mir. Ich lese noch weiter aus diesem Buch vor. Gewisse Schnipsel
Es geht auch um Paolo Nettinis Musik und es geht um die Krankheit MCAS. Und hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Bis dann. Tschüss.